Der Auftrag, diesen Song zu schreiben und zu singen, hat er euch ein bisschen stolz gemacht? Ja, sehr. Also wir sind als junge Band ja hier groß geworden in Freiberg. Und wenn irgendwann deine Stadt sagt, mach was für uns oder arbeite für uns, das klar, das hat unser Musikerherz quasi erfüllt. Worauf kam es euch dabei an bei dem Song? Auf Echtheit. Also uns war es wichtig, dass nicht so eine Hymne quasi entsteht, sondern ein Song, der Freiberg widerspiegelt. Felix hat ihn geschrieben. Und ist durch Freiberg gegangen, hat sich Inputs geholt, gesammelt und es ist ein relativ wahrheitsgemäßer Song rausgekommen, denken wir. Und wie war bisher die Resonanz auf die Hommage auf diese kleine Weltstadt? Begeisternd. Also den Leuten gefällt es. Wir hatten gestern ein Konzert, haben gesagt, okay, komm, jetzt singt ihr mal den Text. Und es waren alle textsicher und es ist eine Melodie, die eingängig geworden ist. Genau. Jetzt haben wir ein zweites Mikrofon. Wunderbar, dann tauschen wir wieder. Zu den Anfängen von euch. Seit wann gibt es euch? Uns gibt es seit 2004. Seit 2004 machen wir es zusammen. Seit 2004. Und wie seid ihr damals zusammengekommen? Fehlten euch die Instrumente oder warum habt ihr euch für eine A Cappella-Gruppe entschieden? Naja, wir waren jung, wir haben schon ziemlich viel Musikinputs gehabt, haben so mehrere Projekte gehabt mit Instrumenten, ohne Instrumente. Und relativ schnell wurde uns irgendwie klar, dass wenn man was Besonderes sein wollte auf diesem großen Markt, muss man auch was Besonderes machen. Und da haben wir gesagt, A Cappella-Musik, das ist was Besonderes. Und wenn man es noch ein bisschen rockig macht, ein bisschen lustiger, als vielleicht andere Chöre das machen, dann hat man eine Chance. Und was ist dann in der Zwischenzeit passiert, also unmittelbar nach eurem ersten Auftritt? Also unser erster Auftritt war eine Geburtstagsfeier, ja. So mit einer kleinen Gruppe von 30 Leuten. Und irgendwann kamen die ersten Firmenchefs, die sagten, ich habe euch da gesehen bei einer Bekannten. Und dann waren wir auf dieser Firmenfeier. Und dann kamen irgendwann so kleine Fernsehsender. Und dann haben wir unsere erste Platte gemacht, noch im Keller bei uns zu Hause. Und dann ging das ziemlich schnell. Wo waren bis jetzt eure Auftritte? Also mittlerweile machen wir das deutschlandweit. Sachsen ist unser Hauptkern. Durch Firmenproduktion ist viel nach Bayern gegangen, nach Ecke Köln, viel Berlin, viel. Wir machen eine Ostseetour mittlerweile jährlich. Immer nur durch Menschen, die wir kennengelernt haben, im Grunde von einer einzigen Geburtstagsfeier aus. Und gab es auch schon entsprechende Fernsehauftritte für euch? Ja, es gab lustige Sachen. Es gab die Castingshow X-Faktor, wo wir uns einfach beworben haben und relativ weit gekommen sind, allerdings nicht formattauglich waren, möchte ich meinen. Sind relativ schnell rausgeflogen, aber das war so ein kleiner Hype für das Publikum. Die sagten, ich habe euch gesehen bei Sarah Connor. Dann hatten wir jetzt vor kurzem die MDR Live-Show, gestern hier zum Tag der Sachsen und diverse Kleinprogrammformate. Und welche Auszeichnung habt ihr bis jetzt bekommen? Ihr habt doch hoffentlich welche bekommen. Oh, das gebe ich mal an meinen Kollegen Felix über, der kennt die Auszeichnungsliste. Die Auszeichnungsliste ist sehr, sehr lang. Vor kurzem haben wir von unserer Heimatstadt Freiberg, vielleicht passend zum Tag der Sachsen, den Jugendförderpreis bekommen für unser kulturelles Engagement. Und weil wir die kulturelle Botschaft, also unsere zumindest, was kulturelles, wertvolles Entertainment ist, nach außen tragen. Und das von den Bürgern der Stadt auch ein gewisser Stolz auf uns zumindest abregnet sozusagen. Wurde uns so zumindest gesagt und deswegen gab es den Preis. Ansonsten haben wir an mehreren A Cappella Contests mitgemacht. Da gab es immer so ein Fazit, ein Prädikat. Immer gut bis sehr gut. Also soweit so gut. Ja, ansonsten sind wir noch relativ auszeichnungsarm. Naja, aber es geht ja erstmal richtig los, wa? Es geht in den letzten Jahren, fängt so der Startschuss an, dass es etwas größer wird und professioneller und es ist halt erstaunlich, wie das ganze Projekt über die Jahre anfängt zu wachsen. Mit welchen Künstlerkollegen habt ihr denn bisher auf der Bühne gestanden? Also gerade am letzten Abend standen wir mit der erfolgreichsten Rockband Nepals auf der Bühne, 1947 AD zum Beispiel, das war die Kollaboration von gestern Abend zum Tag der Sachsen. Mhm. Wir hatten schon Pete the Beat, einen der besten Beatboxer Europas, den haben wir mal eingeladen nach Freiberg. Muttis Kinder, eine sehr, sehr bekannte A-Cappella-Gruppe aus Berlin, um einige zu nennen. Und eure Auftritte führen euch bislang nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum um oder bis auch ins Ausland? Bis jetzt war es nur der deutschsprachige Raum. Wir würden uns ja wünschen, dass es mal international rausgeht. Also gerade Deutschland und Schweiz sind noch sehr gut besingbar, denke ich. Und wenn es mal weiter weggeht, wir haben auch sehr viele englischsprachige Sachen, die wir gerne mal das Volk bringen würden. Also wäre super, wenn es weiter rausgehen würde. Ihr habt vorhin gerade schon von der Natur gesprochen. Wie sieht denn euer Tourleben aus, wenn ihr denn mal unterwegs seid? Ja, unser Tourleben. Spannende Angelegenheit. Also wir sind meistens am Wochenende unterwegs. Das bedeutet zeitig aufstehen. Am Abend zuvor meistens eher zeitig ins Bett natürlich. Und dann, je nachdem, wo wir halt hin müssen, relativ weit fahren. Haben da immer so einen Stammfahrer, den Jan. Den grüßen wir ganz herzlich. Und ja, da geht es zu den Auftritten. Haben wir meistens noch ein bisschen Zeit, uns noch vorzubereiten für die Auftritte. Und ja, dann sind wir meistens
ganz schön lange unterwegs. Kommen dann erst spät abends nach Hause und am nächsten Tag geht es wieder weiter. Ja, also wir haben mittlerweile einen beträchtlichen Schnitt von knapp 130 bis 150 Auftritten im Jahr. Also sind wirklich jedes Wochenende unterwegs. 3 bis 4 Auftritte die Woche. Also kommt einiges zusammen. Ich weiß, dass Künstler, Sänger nach ihrem Bandnamen ungern befragt werden. Bei euch würde ich es aber trotzdem gerne tun, denn es gab doch schon ein paar lustige Vorvarianten, für die ihr euch dann nicht entschieden habt. Ja, es gab, wir haben ja in unseren Anfangsjahren, muss man natürlich sehr schauen, was funktioniert auch in den Medien. Und wir wollten zum Ausdruck geben, dass wir deutsch sind, also hießen wir erst die 6 lustigen 5. Es war allerdings kritisch. Das hat nicht richtig funktioniert. Die Leute haben nicht ganz verstanden, was soll das? Sind es jetzt 6? Sind es jetzt 5? Sind die lustig? Sind die nicht lustig? Und dann haben wir was gesucht, damals noch in unserem Keller, wo wir geprobt haben. Und Gabor hatte die Idee, unser Bassist, wir brauchen was Englisches und was Deutsches. Und dann kamen Noten und dann kam Dealer zusammen. Und das hat nichts mit irgendwelchen Schulnoten zu tun, sondern es ist eher so ein musikalisches Wort für die Noten, nachdem wir natürlich größtenteils singen. Und für das Dealer, weil das so ein bisschen anrüchig ist und ein bisschen dem entgegenspricht, was so Chorsingen ist und so. Und mit diesen Wortspielereien ging es dann irgendwann weiter, war? Ihr habt jetzt auch eine Notendiele. Was genau. Bewegt sich dahinter? Es ist immer so, also wir haben lange überlegt, was ist so unser Ziel auf unserem Bandwesen, und wir dachten, wir brauchen einen Bandproberaum. Und dann haben wir gedacht, okay, wir nehmen was in der Altstadt, und das war ein Raum mit einem ganz großen Vorderbereich und noch einer Küche und einem kleinen WC. Und da haben wir gesagt, okay, wir laden Künstler ein, die wir gut finden, die wir getroffen haben, die Lust haben, weil sie uns kennen. Und die kommen nach Freiberg und dort passen ungefähr 80 Gäste rein. Und dann treten die bei uns auf, in der Notendiele, einmal im Monat. Und so haben wir, es ist nicht wie ein zweites Standbein, sage ich mal, aber wir wollen versuchen, dass die Notendealer sollen mehr sein als nur eine A Cappella-Gruppe, sondern auch ein fester Bestandteil von Freiberg, unserer Heimatstadt. Aber mit diesen Wortspielereien hört es ja nicht auf. Ihr plant jetzt demnächst ein Delirium. Was verbirgt sich dahinter? Ja, ich gebe es weiter an Felix. Delirium heißt eigentlich unsere neue CD. Und zwar, das war das letzte aktuelle Programm, was wir gemacht haben, hieß Delirium. Das nächste kommt jetzt im November und das aktuelle heißt Delirium, einfach aus dem Wortspiel, das Wort Deal ist mit inbegriffen. Und wir sind bei unseren Konzerten sehr bekannt dafür, dass wir zwischen Genres hin und her springen. Und zwar so radikal oder so schnell, dass die Menschen oft nicht erfassen, welche Genre gerade besungen wird. Also von Ballade, wir haben neuerdings ein russisches Volkslied mit drin, elektronische Einflüsse haben wir gecovert ohne Instrumente. Und das soll eigentlich widerspiegeln, dass es immer anders ist und dass es unberechenbar ist und hoffentlich auch unberechenbar bleibt. Deswegen der Name Delirium. Die Presse ist ja voller Lob, wenn man da so nachliest und liest. Garant für gute Laune, gnadenlose Parodisten vorzüglichster Art, bombastische Performance, Freiberger Kraftpaket, das geht runter wie Öl, denke ich mal. Gab es denn inzwischen in eurer künstlerischen Laufbahn auch mal Situationen, die ihr nicht so gut gefunden habt? Eine Panne, die ihr eher aus eurer Biografie streichen würdet oder sowas? Ich sag's mal so, also wir haben zum Beispiel sehr oft technische Probleme. Das ist ein bisschen Pech. Also zum Beispiel gestern beim MDR ging auch ein kleines technisches Problem, und das passiert halt immer uns. Aber größere Schwierigkeiten gab es eigentlich nie. Also wir sind auch immer noch die Stammbesetzung vom Anfang an und verstehen uns nach wie vor blendend. Und also menschlich gibt es überhaupt keine Probleme. Wenn, dann liegt es an den äußeren Einflüssen. Aber an der Crew. An der Crew. Also nur die Technik ist euch nicht so, manchmal nicht so gesonnen. Ja. Habt ihr Vorbilder? Zurzeit haben wir eigentlich kein direktes Vorbild. Wir haben, wo wir gestartet haben, natürlich andere A Cappella-Bands als Vorbilder genommen, von denen auch zum Teil Lieder gecovert. Mittlerweile, denke ich aber, haben wir unseren eigenen Weg gefunden und schauen uns eher von anderen großen Bands ein paar Kleinigkeiten ab. Also nicht direkt Lieder oder sonst was, sondern wir entwickeln einfach unseren eigenen Stil und holen uns ein paar Inputs von anderen Künstlern. Und welche Musik hört ihr dann privat? Gibt es, unterscheidet die sich sehr von dem, was ihr präsentiert? Oder? Sehr, sehr. Doch, also ja. Was denn zum Beispiel? Niemand von uns hört eigentlich A-Cappella-Musik beispielsweise privat. Also wir hören viel Rock, Pop, auch moderne Sachen. Gabo ist zum Beispiel ein großer Techno-Fan. Lars mag Hip-Hop. Also da ist alles quer verbreitet. Ja, dann herzlichen Dank für den Besuch bei uns hier im Studio. Eine kleine Bitte habe ich noch, die ihr mir vielleicht erfüllen könntet. Wir haben euch vorhin mit dem Band gesehen, mit eurem Song zum Tag der Sachsen. Habt ihr vielleicht noch ein Ständchen, das ihr jetzt unseren Zuschauern, unseren Gästen noch präsentieren könnt? Klar, wir haben eine kurze Version von einem neuen Song, den wir einstudiert haben, den wir heute Abend erstmal aufführen. Das Mikro weiter.
Genau, wir halten das so vor uns hin. Heute Abend Premiere, ja, auf der Nepal-Bühne, eine Gast zur Welt. Genau. 20 Uhr. Bühne am Scholl-Gymnasium nennt sich das. Eine Welt zu Gast in Freiberg, so rum heißt es. Wer es nicht findet, der hat einen Plan, der kann sich auch. Genau, 20 Uhr.